So, meine Damen und Herren, liebe Studierende, ich freue mich, dass Sie zu unserer letzten Veranstaltung vor Weihnachten doch noch gekommen sind und mit uns noch diskutieren wollen. Nun, wir haben ja einige Veranstaltungen schon hinter uns gebracht und es ging ja in einigen dieser Veranstaltungen auch um die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Ich hatte das Gefühl, die Frage ist nicht abschließend geklärt worden. Aber immerhin wurde gesagt, der Mensch hat eine Vernunft und das ist bei den Tieren wohl eher nicht der Fall. Nun, die Frage stellt sich, wie steht es mit unserer Vernunft? Und es gibt zahlreiche Anwendungsgebiete und wir haben uns heute ein besonders wichtiges Anwendungsgebiet herausgegriffen, nämlich die Frage, wie sollen wir unser Geld anlegen? Nun, das ist nicht nur ein Hobby, das Geld anlegen, sondern es wird immer wichtiger, auch als Instrument der Altersvorsorge. Wir wissen immer nicht so richtig, wie weit der Staat uns später noch gut versorgen wird. Nun, und hier stellt sich die Frage, verhalten wir uns vernünftig bei der Geldanlage oder machen wir dort systematische Fehler? Nun, gestern erhielt Richard Thaler den Nobelpreis für Ökonomie in Stockholm. Und Richard Thaler erhielt diesen Preis für seine grundlegenden Verhaltensforschungsarbeiten. Er hat uns klar gemacht, dass eben vieles nicht einfach rational abläuft, sondern dass viele andere Effekte eine Rolle spielen, eben psychologische Effekte. Und deswegen muss man sich mit dieser Frage auseinandersetzen, um selbst auch nicht allzu viele Fehler zu machen. Und ich freue mich, dass wir heute hier mit Professor Martin Weber aus Mannheim einen sehr kompetenten Kollegen gefunden haben. Er ist einer der führenden deutschen Verhaltensforscher auf dem Gebiet des Finanzmarktes. Er hat selbst zahlreiche Feldstudien durchgeführt, zahlreiche Laborexperimente. Und er hat vor einigen Jahren einen Bestseller geschrieben mit dem Titel Genial, einfach investieren. Und er ist auch in diesem Genre selbst aktiv. Nun, kurz zu seinem Lebenslauf. Martin Weber hat an der RTWH Aachen studiert. Und zwar Mathematik und Wirtschaftsmathematik, eigentlich zwei Fächer, die mit verhaltensökonomischen Dingen wenig zu tun haben. Aber er hat dann seine Vorliebe für diese Fragen sehr schnell entdeckt. Er hat zunächst auch in Aachen promoviert und habilitiert. Dann hat er als Professor an der Universität Köln gearbeitet, später in Kiel und dann siedelte er nach Mannheim um. Er ist gleichzeitig am Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim tätig. Er ist Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Leopoldina und von daher weltweit auch sehr stark vernetzt. Gut, wir sind jetzt auf deinen Vortrag sehr gespannt. Martin, du hast das Wort. Ja, meine Damen und Herren, alles Ding tut. Vielen Dank für die Einladung, freue mich in Konstanz zu sein. Ich möchte Ihnen sprechen, wie hier aufgeführt, über aktive versus passive Anlagestrategie. Muss mal gerade gucken, wo ich das Manuskript am besten hinlege, dass ich sehe, wo ich bin. Und, kann man eh nicht lesen. Und einige Psychologe Fallstricke bei der Bewertung. Das Erste, was Sie hier sehen, ist das hier. Was ist das? Das werden Sie sehen, in jeder Werbung, die über Aktienanlage ist, wenn Sie, in der Regel kommt das vor der Nachrichten oft und so weiter, sehen Sie immer so Segelboote. Was sind das? Das sind nicht Ihre Segelboote, sondern die Segelboote Ihres Anlageberaters. Und darüber wollen wir im Laufe der Zeit auch ein bisschen sprechen. Also soll schon mal ein bisschen die Stimmung anheizen. Also anheizen ist übertrieben, aber so ein paar Worte wollen wir dazu sagen. Also, was will ich mit Ihnen sprechen? Und es ist ja nachher eine Diskussion, aber wenn Sie es nicht aushalten können, können wir eine Zwischenfrage stellen.
Wir sind ja gewohnt, vor Studierenden zu reden, die sagen dann auch irgendwas und sagen, das verstehe ich nicht, können Sie es nochmal erklären oder so. Also gerne, ich bin da völlig easy, wenn es mir nicht passt, dann tue ich einfach so, als hätte ich sie nicht gesehen und mache weiter. Also, was wir reden wollen, ist erstens typische Anlagefehler oder Anlegerfehler, das ist je nachdem. Dann kommen wir zu der Idee, dass wir vielleicht manche Sachen nicht so rational machen, wie wir sie lehren. Das heißt, wir haben eine Lehre, die auch bei Ihnen genauso ist, weltweit fast dasselbe, was heute am Anfang in der Ökonomie unterrichtet wird. Und wir machen manche Sachen einfach anders, irrational. Das ist, was Herr Franke gerade erzählte. Unser Hero hat gestern oder vorgestern, man weiß, den Nobelpreis bekommen. Richard Thaler, von dem er gerade gesprochen hat, der hat sich über sowas Gedanken gemacht. Reden wir. Wie man anlegt, es gibt zwei prinzipielle Denkweisen, aktiv und passiv, das erzähle ich dann noch. Und Sie werden sehen, dass das damit was zu tun hat, nämlich in dem Punkt hier, dass fast jeder unterrichtet weltweit das, die Leute lieben das. Warum? Weil sie das machen. Und das stelle ich hier vor, das ist der Zusammenhang in der ganzen Sache. Und dann ein paar Schlussbemerkungen, was man dann wirklich machen sollte. Also, fangen wir an. Im ersten Punkt. Frage 1, das ist wirklich eine Frage und ich werde Sie auch fragen bis in der Richtung, wie das eben ein normaler Professor macht und wer vorne sitzt, wird erst gefragt und natürlich die erste Reihe als allererste hier. Ne? Also wie gut können Sie Aktienkurse vorhersagen? Also wir sind im Teil 1, nochmal als Erinnerung, typische Anlegefehler, das heißt, wenn Sie jetzt einen Fehler machen, ist es didaktisch hilfreich. Also machen Sie ruhig mit und schauen wir. Frage 1, wie gut können Sie Aktienkurse vorhersagen? Das Ding ist ein bisschen wackelig. Aktienkurse vorhersagen. Wir gucken uns mal die folgende Abbildung an. Also die muss man natürlich erklären. Also das ist die, wo ist es denn hier? Die Rendite, das heißt die prozentuale Entwicklung des DAX, das ist der deutsche Aktienindex, das ist der Durchschnitt, wie auch immer das genau gemacht wird, ist egal. Da werden die größten, was größten ist es auch egal, die größten 30 deutschen, am deutschen Markt in Frankfurt gehandelten Aktien abgebildet, irgendeinen Durchschnitt gebildet, das wird auf eine trickreiche Art und Weise gemacht und diese 30 Aktien bilden diesen Durchschnitt und der Durchschnitt hat einen Namen und der heißt DAX. Das heißt, das ist eine repräsentative Abbildung des deutschen Aktienmarktes von den größeren Aktien. Und dann schauen wir, das ist also das erste Wort hier, und dann schauen wir an, wie die Rendite hier und hier abgetragen ist. Die Rendite hier heißt, ich trage auf dieser Achse die Rendite, das heißt die prozentuale Entwicklung des DAXes, gestern ab. Das heißt gestern, das klappt jetzt nicht so ganz, aber die Rendite zum Beispiel von Freitag, also von Donnerstag auf Freitag. Das ist T-1, 1 vorne dran. Und hier trage ich die Rendite heute ab, also von Freitag auf Samstag. Jetzt gucken wir uns den roten blinkenden Punkt an, das heißt, in dem konkreten Fall, die Rendite, das ist dieser rote blinkende Punkt hier, die Rendite vorgestern, also von Donnerstag auf Freitag, war 0,8%, der DAX steht bei 13.000, das heißt, er ist vielleicht 100 Punkte hochgegangen. Und diese Entwicklung hier, diese Höhe, das heißt, der ist hier 0,8 in die Richtung, das ist 1%, und hier ist er 1% hoch. Das heißt, jetzt heute, das ist die Rendite heute, ist der DAX um 1% hochgegangen. Das heißt, jeder Punkt gibt Ihnen an, wie der Aktienkurs vorgestern versus gestern war. Wenn Sie das Bild sehen hier, dieser Punkt ist ein anderes Tagespaar, dieser Punkt ist ein anderes, dieser Punkt ist toll, gestern ist es kaum hochgegangen, heute 5%, wahnsinnig, wären wir dabei gewesen. Dieser Punkt hier ist auch toll. Noch toller als vielleicht dieser. Jetzt müsste man das schon lernen, was der Punkt ist. Das ist also gestern 2,5% verloren und heute, nee, gestern 2% verloren, heute nochmal 2,5% verloren und so weiter. Wenn Sie das Bild anschauen, wie würden Sie das Bild mir, sich oder Ihrem Nachbarn erklären? Welche Struktur sehen Sie da? Meine. Bitte? Da oben rechts fehlt was, ja. Sind irgendwie mehr in der Mitte, die erste Sache. Und ich komme aus Mannheim, aus der Kurpfalz. Wenn wir sagen, ich will Sie jetzt nicht direkt befragen, sonst müsste ich Günther fragen, der würde die richtige Antwort direkt geben. Aber wenn ich das hier angucke, das erste Wort, was hier aus ist, durcheinander. Durcheinander. Das ist die Kernerkenntnis überhaupt, die wir haben, es ist durcheinander. Durcheinander, es ist random, Zufall. Wir können nicht sagen,
Wenn, was wir aber immer wieder hören, fragen Sie einen Berater oder so, der sagt, der Kurs ist gestern hochgegangen, deswegen geht er heute runter. Aha, wenn das so wäre, gestern hoch, heute runter, müsste die Mehrzahl hier sein. Ist aber nicht. Wenn Sie sagen, aber ich weiß doch, wenn es gestern hochgeht, ist es heute immer noch ein bisschen hoch, müsste die Mehrzahl hier sein. Ist aber nicht. Können wir die anderen Quadranten durchmachen. Das heißt, die Kernerkenntnis, die dieses Bild anhand des DAX natürlich völlig exemplarisch verdeutlichen soll, ist durcheinander, alle gucken, wenn ich Ihnen sage, wie die Aktienkursentwicklung in dem Beispiel DAX gestern war, hier, kann ich nicht vorhersagen, wie die Aktien heute ist. Das heißt, die Frage, wenn wir mal zurückgehen, wie gut können Sie Aktienkurse vorhersagen, was wir als Wissenschaftler wirklich relativ überzeugt sind, ist gar nicht. Und das Bild für Sie, das ist natürlich keine Statistik und es gibt Leute, die sind drei Klassen besser als die meisten hier, die denken vielleicht, ach, das ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber lassen Sie es erstmal nicht. Und wenn Sie es glauben, gucken Sie das Bild an, ne? Da sind so viele Punkte wie da, wie da, wie da. Das ist irgendwie, da ist keine Struktur drin. Da ist vielleicht irgendwie eine abgedrehte, ich will keinen Ökonometriker im Saal beleidigen, der findet da vielleicht was, aber der findet überall was, um es halt ironisch zu sagen. Aber da ist nichts. Das heißt, die erste Message, die wir wirklich lernen, und das ist die Kernidee, wie gut können Sie Aktienkurse vorhersagen? Ich nicht, er auch nicht. Das heißt, und das wird getestet, unter anderem an solchen Bildern, wo dann mathematische Verfahren genommen werden, um eine Struktur dahinter zu nehmen. Das können Sie genauso machen, in der Vorlesung machen wir, da sagt einer, ja, aber bei den Amerikanern ist alles anders, okay, kein Problem. Machen wir einen amerikanischen Index rein, sieht das Bild genauso aus. Da sagt er aber, ja klar, aber bei Einzelaktien, kein Problem. Nehmen wir eine BASF-Aktie, sieht das Bild genauso aus. Und können Sie beliebig weitermachen. Sie finden es nicht, es ist Zufall. Das heißt, wir sollten uns damit auseinandersetzen, dass der Aktienkursentwicklung am besten, wir kommen da noch öfters drauf zurück, durch einen Zufallsprozess mit noch was dazu beschrieben werden kann. Und wenn Sie es nicht glauben, gucken Sie sich so ein Bild an und versuchen Sie eine Struktur drin zu finden. Kurzfristig, da ist die Hoffnung stirbt zuletzt. Das Bild kann ich Ihnen auch über Jahreszahlen sagen, sieht es genauso aus. Und über 10 Jahre, 20 Jahre, muss man fairerweise sagen, haben wir keine vernünftige statistische Aussage gehabt. Die BASF, das ist aber, also wenn wir so weitermachen, können wir machen, ist überhaupt kein Problem. Er hat gesagt, wann müssen wir spätestens raus? Weil der Hochschulchor kommt oder wer? Ja, also, wenn Sie die BASF über 20 Jahre, ist ein gutes Argument, wenn Sie die BASF über 20 Jahre machen, 20 unabhängige Perioden, haben Sie hier insgesamt wie viele Punkte? BASF gibt es seit ungefähr 120 Jahren, haben Sie 6 Punkte. Und mit 6 Punkten können Sie keine Statistik machen, deswegen können Sie diese Aussagen, die Sie vielleicht implizieren wollen, mit dem Datenmaterial nicht machen. Deswegen haben wir hier tägliche, monatliche oder weitere Renditen, höre ich schon. Ne? Okay, also, Hoffnung stirbt zuletzt, kommt später. Also die Zufall. Zufall ist das Wort, das wir erkennen sollen und das Wort Zufall, das wir hassen. Wir hassen es, Zufall zu akzeptieren, deswegen sehen wir Strukturen. Und das beliebteste Beispiel, um mal gleich ein paar Leuten wirklich auf die Füße zu treten, ist das nächste hier. Also Grundidee hier oben ist, der Kurs eines Wertpapiers kann, das ist die Idee hier, also hier Zufall, jetzt denken die Leute, aber ich kann das, Chartanalyse ist die Sache, ich gucke mir so Abbildungen an und aus dieser Abbildung raus kann ich so sehen, wie die Zukunft vielleicht wird. Also das ist die Idee dieser Chartanalyse hier. Der Kurs eines Wertpapiers kann durch geschicktes grafisch Aufarbeiten vergangener Kursdaten vorhergesagt werden. Und die Idee ist, da gucken Sie sich sowas an hier, das ist die Aktienkursentwicklung des DAXes innerhalb der letzten 9 Monate, also dieses Jahr, und Sie sagen, es ist völlig klar, was passiert. Hoch, runter, hoch, und hier bricht der Kurs nach oben durch. Das ist die eine Chartanalyse. Der nächste sagt, hoch, 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 es muss runtergehen. Das ist die nächste Chartanalyse. Aber fairerweise müssten Sie sagen, dass eben, und das ist eben, wir testen es empirisch, wir würden es ja gerne vorhersagen, wir können mehr Ökonometrie als Sie in der Regel, und wir kriegen es auch nicht hin, dass wir zwar vielleicht irgendwelche Wahrscheinlichkeitsaussagen über die Aktienkursentwicklung machen,
Wir wollen aber den Zufall als Bürger eigentlich nicht akzeptieren. Wir hassen Zufall, deswegen gehen wir zum Wahrsager oder zu anderen Sachen hin oder lesen Aktienbriefe, was genau dasselbe ist wie Wahrsagerei. Weil die Aktienkurse aber keinem festen Muster folgen, wir klären auch nachher, warum das so ist, warum es gut ist, dass es so ist. Deswegen und nur wir mit Wahrscheinlichkeit überhaupt denken können, weil wir den Zufall akzeptieren müssen, wir wollen es einfach nicht. Aber das ist ein ganz berühmter, wenn Sie noch kein Weihnachtsgeschenk haben, unser Buch ist kostenlos, deswegen ist das kein Weihnachtsgeschenk, richtig. Dieses Malkiel, das ist ein ganz berühmter Professor in Princeton, älterer, unser Alter, der hat ein tolles Buch geschrieben, Random Walk Down Wall Street hier. Der sagt ganz einfach, Chartanalyse ist Kaffeesatzleserei. Und der BGH in Deutschland ist auch der Meinung. Die Juristen haben sich damit auseinandergesetzt, hat einer verklagt, die Bank, und gesagt, eigentlich hätte die aufgrund von Chartanalyse erkennen müssen, dass ich aus dem Markt hätte aussteigen müssen. Und da hat der BGH letztendlich entschieden, aufgrund von Kaffeesatzleserei braucht eine Bank nicht aus dem Kurs aussteigen. Also wir haben es, die Juristen sagen es, die berühmten Ökonomen sagen es, die Empiriker sagen es. Wir sollten jetzt und im Weiteren mit der Idee vorangehen, gerne in der Diskussion auch, wenn Sie sich vor allen outen wollen, nachher draußen, dass diese Idee, dass Aktienkurse durch einen Zufallsprozess, und dann kommt die Hoffnung mit Drift, also mit einer langfristigen Tendenz nach oben, beschrieben werden können. Und unser erster Anlegefehler, den wir haben, ist, wir glauben es nicht. Wir wollen es nicht glauben, weil die Unsicherheit, wo wollen wir nicht damit umgehen? Erstes. Zweite Sache. Daraus folgt, man kann Wertpapierpreise eben nicht vorhersagen. Haben wir lang dran gearbeitet an diesen Sachen hier. Solche Sachen wie Market Timing sind Blödsinn. Stockpicking ist unnötig. Kursziele sind eigentlich auch nicht das, was wir wollen. Das heißt, wenn wir unsere Altersversorgung, bei uns fällt Altersversorgung ein bisschen die jüngeren Altersversorgung, wo sind die jüngeren hier? Einer ist da, ja, da ist einer, zwei. Drei sogar nebeneinander da oben. Also wenn die jüngeren Altersversorgung, machen Sie sich los von solchen Sachen. Machen Sie sich los von solchen Dingen, um nochmal zurückzugehen, die wir haben hier. Market Timing, wenn es Zufall ist, wissen Sie nicht, wann Sie rein raus, ist eben Zufall. Oder wenn man sagt, wenn jemand erzählt, das Kursziel für die BASF-Aktie, sie hat, ich weiß nicht, wer es war, der gerade BASF, mach mal so, dass ich den anrufen kann. Wer hat BASF? Ja. Der BASF ist ein wunderbares Investment. Ich gucke von meinem Fenster aus auf die Schornsteine der BASF, ist alles gut. Solange nicht die große Flagge zu hell ist. Ne? Und wenn ich die BASF angucke und sage, das Kursziel ist 90, ja, was recht, was mache ich dann? Mit 90 verkaufen, warum? Um wieder zu investieren, das macht alles keinen Sinn in unserer Denkweise. Das können Sie alles, wenn Sie hier eine Vorlesung im Bachelor hören, auch mitnehmen. Also das ist die erste Idee, wir wollen es nicht erkennen, aber Zufall ist und es gibt viele Implikationen. Okay, wunderbar. Nächste Sache ist, das hat alles miteinander ein bisschen zu tun, wir gucken es aber an, also wenn wir, nächste Frage ist, wenn Sie Aktien haben, und dann meinen Sie, akzeptieren, das ist ein anderer Punkt, aber lehnen Sie sich einfach zurück und sagen, wie häufig kaufen oder verkaufen Sie, das ist immer schon ein bisschen neutraler, Investoren, Aktien, Fondsanteile, Anleihen im Jahr? Ein Freiwilliger, Günther? Selten. Da muss man sagen, da ist ein berühmter Finanzprofessor, wirklich, berühmter Finanzprofessor, der kauft und verkauft selten. Sie erwarten netterweise... Das ist natürlich 20, ich wiederhole es einfach nur laut, 20 Sekunden ist natürlich was anderes als Professor Franke, ne, in der Richtung. Das heißt, wir wollten wissen, erstens, was soll man, was macht man tatsächlich, ist es ein Fehler? Und die klassische Grafik dahinter ist die folgende, das ist eine Grafik aus einem Paper eines Professors, der ist aus Berkeley, der kommt aus UC Davis hier. Der hat, das Wichtige ist dabei, der hat promoviert, schon ein bisschen älter, der spielt Golf, das war die Kernsache der ganzen Überlegung, weil er in Golf, da sind, glaube ich, so vier Leute zusammen, mit einem anderen zusammen gespielt hat, der Chef von einem großen Discount-Broker-Haus, und der hat gesagt, brauchst du Daten für deine Discs? Und da hat er gesagt, ja, und da hat er die Daten von uns, also nicht uns, sondern in den USA, von ganz normalen Leuten bekommen
Und man hat dann untersucht, wie hängt, das ist das Wichtige, die Nettorendite unseres Portfolios, das sind also nicht irgendwelche nicht normalen Leute, das sind ganz normale Leute eines Discount-Brokers, also unseres Portfolios, die Nettorendite, wie hängt die ab? Das ist die Bruttorendite, das ist die Rendite ohne Kosten. Die Nettorendite, das ist das, was interessiert, das ist die Mitkosten. Wie hängt die davon ab, ob ich Günter Franke wenig handle oder viel handle? Gucken wir uns einfach die Grafik an, das sind über 100.000 Datensätze dahinter. Also, das Erste, was wir da sehen, die Bruttorendite, das heißt die Rendite des Portfolios ohne Berücksichtigung von Kosten. Sehen wir, das ist dasselbe. Das heißt, egal wie viel ich handle, die Bruttorendite ist identisch, das heißt, auch derjenige, der viel handelt, kriegt zunächst brutto nicht mehr raus. Könnte ja sein, dass die wirklich cleveren Leute mehr handeln, Chancen ausnutzen, Market Timing, die haben die letzte Folie nicht gesehen, Market Timing machen und so weiter, kommt mehr raus. Nein, gucken Sie, 100.000 Datensätze, inzwischen mehrmals repliziert, ist immer dasselbe. Bitte? Das ist der Sache auf der nächsten Folie. Nehmen Sie mir nicht den Gag weg. Ne? Also ist der Punkt, aber vielen Dank. Ne? Dann gucken Sie sich hier die nächste Sache an, die Nettorendite. Das ist das hier. Und das ist ja schon dramatisch. Die Leute, die einen hohen Umsatz haben, das ist durch diese Zahl hier noch drin, die Leute, die einen hohen Umsatz haben, haben dieselbe Bruttorendite, sind also nicht irgendwie besser. Und die Nettorendite ist einfach viel geringer. Und jetzt kommt der Spruch des Zuhörers, der sagt, der Buch heißt eigentlich, hin und her macht Taschen leer. Aber es könnte ja sein, hin und her macht Handelsaktivität. Nein, dann müsste das besser sein, ist aber nicht der Fall. Das heißt, der Fehler ist, Investoren handeln zu viel und wir reden ja über psychologische Fallstricke, sagen, warum machen die Leute das? Warum immer wieder dasselbe, was wir von der ersten Folie kennen? Der Aktienmarkt kann durch einen Zufallsprozess, kommen nachher noch ein bisschen genauer, beschrieben werden. Wir glauben aber nicht an den Zufall. Wir sehen, da müssen wir was machen. Wir sind aktiv. Wir wollen dem Zufall ein Schnäppchen schlagen. Ja, du schlägst nicht dem Zufall, sondern davon lebt die Bank. Das ist ihre Bank hier. Das ist das Segelboot, von dem ihr gesehen habt. Nochmal, nicht ihr Segelboot, sondern das von den anderen. Ne? Also das Tolle ist, diese Abbildung hier, wir sehen das gleich, ist weltweit repliziert worden. Das ist nicht so, dass da irgendwo was anderes rauskommt. Ne? Also der Punkt ist, erstens, unsere Fehler, auch verständlich, ist ja genau dasselbe. Ich meine, aber deswegen unterrichten wir es ja anders. Ne? Erstens, das mit dem Zufall ist schwer, auch schwer zu glauben, weil man immer denkt, ich weiß aber ein bisschen mehr und so weiter, ich kriege das hin und alles. Zweitens, das führt letztendlich zu Handeln, was aber nicht gut ist. Merke eher wenig Handeln. Und der dritte Punkt, das ist, was auch kommt dazu, ist, Wir können eigentlich die ganzen Rechnungen, die benutzt werden, um in dem Aktienmarkt was zu machen, die sind für uns intuitiv wirklich schwierig. Also gucken Sie sich folgende Frage an hier. Sie legen, ohne den Taschenrechner zu benutzen, Sie legen 100.000 Euro in einem Investmentfonds an. Wie groß ist Ihr Endvermögen nach 30 Jahren? Bei einer unterstellten Rendite ist egal, was für eine Zahl da steht. Sagen Sie nicht, 7 ist realistisch, ist ungetürkt, einfach nur bei einer Rendite von 8% vor Kosten. Also wir gucken einfach 30 Jahre, 8%, und ich könnte jetzt Ihnen angucken und sagen, wie viel ist denn das? Da sagt er, weiß ich doch nicht. Aber es gibt Leute, Sie müssen diese Frage letztendlich beantworten. Und zwar, das Wichtige ist, Sie müssen die Frage beantworten, wenn Sie keinen Ausgabeaufschlag haben und ein Managementgebühr von 0,3. Wenn Sie keinen Ausgabeaufschlag und ein Management von 1,5. Und wenn Sie hier unten 5%, C ist das, wenn Sie zur Sparkasse, weiß ich, wie die heißt, Bodensee, Konstanz, gehen, das ist das Normale. Wenn Sie dann ganz hart verhandeln, kriegen Sie ein bisschen weniger, aber das merken Sie noch nicht mal hier. Und das ist das andere hier. Ne? Das ist, wenn Sie ein ETF, Exchange Traded Fund kaufen. Wir gucken uns mal an, wie groß die Effekte sind und ob wir das intuitiv können. Antwort, das sind die Kurven hier. Die sind, selbst für mich, als ich erst mal gerechnet habe, also dramatisch. Das ist ohne Gebühr. Nach 30 Jahren haben Sie es Zehnfache. Deswegen ist das Beispiel ganz gut. Bei 8% 30 Jahre haben Sie es verzehnfacht. Toll. Das heißt, aus 100.000 sind 1.000.000 geworden. Dann war die geringe Gebühr, das ist hier, das ist zwar auch schon schlimm, aber wenig. Jetzt gucken Sie sich mal den Unterschied an. Diese unscheinbaren 1,5%, wo Sie sagen, naja, die Bank muss auch von irgendwas leben. Ja, 300.000
lebt die Bank. Das ist schon gut, ne? Das sind, wenn Sie die Performance gucken, von da nach da sind das 900.000 und von diesen 900.000 ist ein Drittel weg durch diese unscheinbare 1,5% Gebühr. Das ist einfach, und ob Sie den Ausgabeaufschlag zahlen oder nicht, das sind diese beiden Kurven, das macht keinen großen Unterschied. Ne? Das Kernpunkt ist die Managementgebühr und wir haben, ich hätte jetzt mit Ihnen eine Befragung, wir haben eine Befragung gemacht mit Lesern der FAZ und da kommt eben raus, die Managementgebühr ist eine Sache, die die Leute letztendlich gar nicht wissen. Das ist auch gut für die Bank. Denn das, davon lebt ihr, ne? Hier, in vielen Punkten, ne? Da lebt ihr Vertriebsvorrat. Das sind dramatische Effekte. Und der Punkt, wo ich Sie versuche zu motivieren, zum Hinhören ist, was Sie ja netterweise machen jetzt gerade, ist, der Effekt ist stark. Und wir können es nicht intuitiv, es sind einfach psychologische Fallstricke, mit denen wir umgehen. Okay. Erster Punkt. Typische Anlagefehler. Günther, was ist, wenn ich 10 Minuten länger rede? Ja, okay. Gucken wir zu den Aktiven versus, also wir, was die unterschiedlichen Philosophien ist und warum die was damit zu tun haben. Wenn Sie anlegen, ist, was ist der erfolgversprechende Weg, Kapital anzulegen? Gibt es im Prinzip zwei große Möglichkeiten. Die erste ist aktiv. Wir versuchen, den Markt zu schlagen. Das heißt, wir sehen den Aktienmarkt als Markt an, abgebildet durch einen Index wie den DAX, den wir vorher erklärt haben, oder einen breit diversifizierteren, breiteren Index. Das ist dem, und wir versuchen besser zu sein als der Markt durch aktives Handeln. Das hier drüben ist die passive Philosophie. Wir bilden den Markt ab. Wir sagen, wir wollen nicht besser sein als der Markt, wir investieren einfach in den Markt. Und das sind die beiden unterschiedlichen Sachen. Das können Sie machen hier günstig regelbasiert und da sind diese Worte ETF, Exchange Traded Fund oder Indexfonds, die machen das. Diese Instrumente haben diese Philosophie. Das hier sind die anderen, wenn Sie oft zu Ihrem Berater gehen, die brauchen Prognose, die wollen besser sein als der Markt, dann müssen Sie wissen, ich kaufe eine BASF, nicht eine Bayer-Aktie, weil bla 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 und so weiter. Und da brauchen Sie Prognosen, aber Sie merken schon mit dem, was wir da haben, dass es zukünftig unsicher ist und so weiter. Das heißt, diese Prognosen brauchen Sie, das sind aktive Fonds, Sie brauchen Meinung von Analysten und das sind die beiden Meinungen hier. Das ist das Teure, das ist das Billige, da investieren Sie übertrieben, da investieren wir. Das wollen wir Ihnen jetzt ein bisschen klarer machen, weil wir an den Zug glauben, weil wir aus der Forschung wissen, das klappt eigentlich nicht, in dem Bild vorne. Schauen wir mal, ob es in den Daten klappt. Erste Sache, warum es nicht klappt. Erste Sache ist, warum ist der Aktienmarkt eigentlich was Besonderes? Das ist ein ganz einfaches Bild, aber da ist eigentlich viel Theorie dahinter. Beim Finanzmarkt ist immer so, wenn Sie was kaufen, das sind Sie hier, ist immer, auch wenn es völlig trivial ist, aber wirklich der Kernpunkt, immer ein dabei, von dem Sie was kaufen. Stellen Sie vor, Sie denken an das BASF, das haben wir schon eingeübt. Ich würde eine BASF-Aktie kaufen, weil ich eigentlich begeistert bin. Ich gucke da mal rein rüber, sehe es funktioniert die ganze Zeit. Ich kaufe eine BASF-Aktie und denke mir, weiß nicht, wie der Kurs heute ist, 75 ist eigentlich ein guter Preis. Dann verkauft mir ja jemand die BASF-Aktie, zum Beispiel die Handelsabteilung von Goldman Sachs oder von der Sparkasse Konstanz oder wo auch immer, egal. Die sind aber der Meinung, dass die Aktie eigentlich schon zu teuer ist. Die sind froh, wenn sie loskriegen. Das heißt, sie müssen sich jedes Mal, wenn sie was kaufen, überlegen, weiß ich vielleicht mehr als der andere? Und spätestens an dem Punkt sollten sie kommen und sagen, nein. Das heißt, wenn sie sagen, ich habe mir aber überlegt, dass Mann, typisch, geht zur Frau und sagt, ich habe überlegt, einen Teil unseres Vermögens investiere ich in Solarenergie, die kommt ganz groß. Ja, dann haben Sie hier das Handelshaus von Goldman Sachs, die sagen, endlich bin ich diesen Scheiß los. Denn wenn es steigen würde, würde Goldman Sachs das nie im Leben zu dem Preis verkaufen. Warum? Die wissen ja. Das heißt, es lohnt sich überhaupt nur dann, wenn Sie wirklich besser sind als die Gegenpartei. Und da machen die Leute alle möglichen Ideen. Ich habe mal einen kennengelernt, der hat kleine Aktien, der ist morgens um 4 auf dem Parkplatz gefahren von dem Unternehmen und hat mit den Arbeitern gesprochen. Er sagt, wie ist denn der Laden hier? Da haben sie gesagt, toller Laden. Dann hat er die Aktie gekauft. Das war ein Informationsvorsprung dann morgens vielleicht, ne, weil das nicht viele Leute da waren. Wenn da aber viele Investmentbanker morgens am Parkplatz rumstehen würden, wollen sie gar nicht mehr hinfahren, ne, weil
Die Information wissen viele. Also das ist die kerntheoretische Überlegung dazu. Und jetzt gucken wir uns mal ein paar empirische Ergebnisse an, die wir ein bisschen schnell machen können, weil es immer selber rauskommt. Also die erste Sache, gucken Sie, was oben steht. Schade, der durchschnittliche Privatanleger ist nicht besser als der Markt. Das heißt, er könne gleich in den Markt anlegen. Das sind Daten von uns. Glaser ist ein Kollege von mir, der war mal kurz in Konstanz, deswegen aufgeführt, ist jetzt in München, hat einen Lehrstuhl für Finanzierung da. Gucken Sie den Zeitraum an, es ist völlig replizierbar hier. Wir haben Daten von einem Online-Broker, einem anderen, Underperformance nach Kosten. Höheres Handelsvolumen senkt Nettorendite. Das hier ist ein Datensatz aus Schweden. Sie denken, es ist ja langweilig, kommt immer selber raus. Ja, die Wissenschaft hat dieselbe Frage, mehrere Suchungen, immer selbe Ergebnis. Das sollte Ihnen wirklich zu denken geben. Ne? Dann sagen Sie, ich kann es besser, da kommen wir gleich dazu. Der hier, den haben wir schon gesehen, da gibt es einen taiwanesischen Datensatz. Sie sehen, überall kommt dasselbe raus, nach Kosten und so weiter. Ne? Das ist ein ganz stabiles Ergebnis, was immer wieder rauskommt. Okay, das sind wir. Na gut, aber dafür haben wir ja die Banker. Gucken wir die Banker an. Das sind der durchschnittliche Fonds. Das heißt, wir nehmen die aktiven Fonds. Das ist toll. Wir haben heute wirklich ganzen Datensätze. Wir haben tolle Datensätze, wo alle Performance-Daten drin ist. Das sind die Sachen von Jensen bis Pharma French. Auch einen Nobelpreis bekommen hier. Eine ganz zentrale Studie. Also unterschiedliche Zeiträume, die genommen werden hier. Und das Wichtige ist, was hier steht. Ergebnis, Underperformance. Oft kommt eine geringe Outperformance vor Kosten. Das heißt, sie machen schon was, aber nicht 1,5% pro Jahr, ne? Das ist zu teuer. Nachkosten. Kostenzentrale Prädiktor für Rendite, hier geringe Prognosekraft, Underperformance, keine Persistenz. Das heißt, es kommt wirklich praktisch immer überall raus hier, empirische Evidenz, USA, Deutschland, teilweise eine geringe Outperformance vor Kosten, aber in aller Regel Underperformance. Da gibt es jede Masse jetzt neue Forschung darüber, die wir jetzt aus Zeitgründen mal nicht besprechen wollen. Aber das ist eigentlich das, was wir wissen sollen. Das heißt, aber dann sagen Sie, das ist ja alles in Ordnung, aber meine Idee, einen Fonds zu kaufen, ist die beste. Oder mein Bank, die Hoffnung stirbt wann? Zuletzt. Okay. Also, das sind auch wieder von Malkiel, aber auch das ist dutzende Mal repliziert worden, weil es so eine zentrale Frage ist. Wenn da einer was finden würde, wir würden ja berühmt werden. Das heißt, wir suchen immer wieder danach, mit neuen Methoden was rauszukriegen. Also was haben die hier gemacht? Das ist die alle möglichen Erträge von Fonds. Das sind die besten Möglichkeiten. Wir nehmen einfach weltweit für den Zeitraum von 10 Jahren die 20 besten Aktienfonds. Wir sagen einfach, wir gucken, wer in den letzten 10 Jahren am besten war und wie die im nächsten 10 Jahren sind. Uns interessiert nicht der Durchschnitt. Klar ist der Durchschnitt schlechter in Kosten und so weiter. Wir wollen den Besten. Das hat er gemacht hier. Die Top-Aktienfonds hier in den Jahren, das war Boom-Jahren, deswegen entschuldigen Sie die hohen Zahlen, 18%. Das war der entsprechende Markt, die Benchmark, der Standard & Poor Index hier, 14%. Das heißt, die Leute haben, die 20 besten Fonds, haben den Standard & Poor Index um 3 Prozentpunkte outperformed. Klasse. Jetzt sind wir aber am 01.01.1990 und betrachten die nächsten 10 Jahre. Das heißt, wir haben gelernt, wer die Besten ist und gucken die nächsten 10 Jahre an. Und dann kommt das raus. Das sind diese tollen Fonds. Und das ist, wenn Sie direkt in den S&P 500 investiert hätten. Diese ist größer als diese, um es mal vorsichtig zu sagen. Das heißt, Sie hätten durch einen einfachen Indexfonds 1,3% mehr verdient. Bei den besten Fonds. Und das Ergebnis ist wichtig, weil hier ist es der Durchschnitt, hier sind es die Besten und ich könnte Ihnen noch 10 von diesen Folien entsprechend sagen. Punkt. Das heißt, was wir sehen, auch die Gewinner von heute sind in der Realität nicht die Gewinner von morgen und das wird in Milliarden von Studien wird das immer wieder repliziert. Das heißt, fassen wir diese Erkenntnisse zusammen, aus 1 und 2 und wie das zusammenhängt hier, Aktienkurse sind nicht vorhersagbar, das ist unser vereinfachtes Modell, wenn ein Ökonometriker da ist, der macht es hier noch ein bisschen komplizierter, besser, aber das ist schon die Idee dabei. Der Preis morgen, T plus 1, also heute ist T, P
Da heißt morgen ist der Preis heute plus irgendeine Zufallskomponente hier, das hier. Also vereinfacht ist es im Bild, dass der Preis morgen nicht, wir sagen, ausgewürfelt wird. Aber natürlich passieren da Sachen. Sie wissen nicht, was die EZB macht. Vielleicht fliegt was in die Luft, der Ölpreis ändert sich. Und alles Mögliche passiert, was Sie nicht vorhersagen können. Das ist der Teil, Zufall, plus ein Drift hier. Das heißt, Sie können erwarten, das ist tolle für Sie in Ihrer Altersversorgung, kann man hier noch sagen, in Ihrer Altersversorgung, dass Sie einen positiven Drift haben dabei. Das heißt, der Preis morgen ist ein bisschen höher als der Preis heute, aber es wird gestört durch den Zufallsterm. Das ist so unsere Denkwelt. Und weil das so ist, haben Sie im ersten Bild die ganzen Punkte gesehen. Das war der Teil hier. Wenn Sie ganz genau hingeguckt hätten, hätten Sie ein bisschen weiter der Durchschnitt nach rechts oben verschoben. Das kann man aber so nicht sehen. Da habe ich Sie versucht, ein bisschen auszutricksen, dass Sie es nicht gleich gemerkt haben. Und das ist diese Formel hier. Und diese Formel impliziert, aktive Anlage ist nicht nötig und so weiter, was wir alles sagen. Das ist so die Denkweise, die wir haben. Und es ist eben nicht meine Denkweise. Ich lege auch mein Geld so an, er legt sein Geld auch so an, würde ich, also ist vertraulich natürlich, wissen wir nicht, aber er nickt gerade und manchmal hofft man doch was zu finden, ne? Aber ja, okay. Jetzt kommt ein bisschen noch der Punkt, warum haben wir damit Schwierigkeiten? Das ist der Punkt, denn der Vortrag hieß ja, oder heißt ja, aktive versus passiv. Das heißt, hier kommt raus, passiv. Warum? Wegen dem Random, wegen dem Zufall. Die Psychologie heißt, wir hassen Zufall, wir würden gerne was wissen. Warum fällt es uns so schwer, das mit dem aktiv, mit dem Zufall nicht zu verstehen? Das ist ein bisschen, was wir jetzt besprechen wollen. Also psychologische Fallstricke bei der Bewertung dieser aktiven Strategien. Weil, also erstens ist es natürlich toll, aktiv zu sein. Wir wissen, wenn der Bauer morgens früh aufs Feld kriegt, hat er mehr, also er trampelt auf dem Zeug rum, hat er mehr Weizen. Warum klappt das beim Aktienmarkt nicht? Antwort, weil es eben diesen bewusst handelnden Gegenspieler gibt. Es ist nicht so, dass wenn Sie mehr machen, kommt mehr raus. Sie haben nicht mehr Information, als letztendlich da ist im Preis. Und was für Probleme haben wir damit? Also gucken wir uns ein Beispiel an. Das erste Problem ist, dass wir alle, ich auch, Sie vielleicht nicht, aber ich zumindest, Probleme haben, mit dem Zufall umzugehen. Gucken wir uns dieses Beispiel mal an. Nehmen wir an, Sie hätten 5.000 Fonds. Ist das realistisch? Ja, in Deutschland gibt es so viele. 5.000 Fonds, also ganz normal ein Aktienfonds. Früher, als ich auch, als ich nie im Alter war, gab es einen deutschen Bankfonds, Investor, in Renta gab es dann in der Richtung, da gab es keine 5.000, heute gibt es locker 5.000 Fonds. Und nehmen wir an, die Performance wäre wirklich ein Zufallsprozess, und zwar so, dass ich meine Münze rausnehme hier und wie hier steht, bei Zahl hätte der Fonds, ihr Zufallsfonds, eine Outperformance, bei Kopf eine Underperformance. Wir würden jetzt mal annehmen, wir wären 5.000 Leute im Saal drin und wir würden jeder so eine Münze 10-mal hochschmeißen. Dann würde idealtypisch die Verteilung so aussehen. Also ob die wirklich so aussieht, ist egal, aber von der Statistik würde die so aussehen. Die meisten hätten 5-mal Kopf, 5-mal Zahl. Von den 5.000 Leuten hätten aber ungefähr 10 Leute 10-mal hintereinander Zahl. Würden Sie denen Ihr Geld anvertrauen? Ist das the lucky hand? Nein, es ist Zufall. Es ist Zufall, auch wenn es Ihnen schwerfällt zu glauben. Das heißt, das ist die Verteilung hier. Das heißt, wenn Sie 5.000 Fonds sind, die Wahrscheinlichkeit um das Wort, wir reden ja über Zufall, jetzt müssen wir das Wort Wahrscheinlichkeit benutzen, dass mindestens einer der Fonds den Markt in 10 Jahren schlägt, dass es solche Fonds gibt, ist größer als 99%. Das heißt, wenn Sie das andersrum sehen, das machen die auch, die Banken, auch so die Fondsgesellschaften. Sie setzen einfach 100 Fonds auf, dann können sie nach 5 Jahren beispielsweise immer sagen, unser Fonds XY hat den Markt 5 Jahre ineinander geschlagen. Ja, aber die anderen nicht, aber das erzähle ich nicht in der Werbung. Das heißt, die Macht des Zufalls ist so stark und wir können so schlecht damit umgehen, dass wir solche Dinge nicht intuitiv sehen. Das ist die erste Sache. Wir haben Probleme mit dem Zufall und gucken Sie das Beispiel an. Sie haben 10-mal Zahl gemacht, gucken wir alle an, würden wir ihm das Geld geben? Nein.
Und vielleicht doch ihm, ja, aber es ist Zufall. Und das müssen sie übertragen, auch wenn es einem schwerfällt. Okay, der nächste Punkt ist, das ist wirklich ein Trick, das ist ein bisschen schwerer, aber wir sind ja kurz vorm Wein, da müssen wir ein bisschen die schweren Sachen noch machen. Gibt es Wein überhaupt, oder? Oder Sprudel, kurz vor Sprudel, bisschen schwerer zu machen, das ist ein sogenanntes Survivorship Bias. Survivorship Bias ist ein ganz subtile Sache. Also wenn Sie gucken, Sie haben diese 10 Jahre, was würden Sie machen, oder was ist auch ganz normal, was macht die Industrie in den 10 Jahren, also Sie haben mit 5.000 Fonds angefangen, ist egal, Sie haben mit so vielen Fonds angefangen, und nach 10 Jahren sind ja nicht mehr alle da, alle Fonds. Welche würden Sie aus dem Markt nehmen? Die schlechten. Machen wir jetzt mal. Das heißt, es gibt Fonds, die den Markt nie geschlagen haben, die den immer schlagen. Das heißt, wir nehmen diese Fonds hier aus dem Markt raus. Das wird auch so. Dann kriegen Sie eine Wertpapiermitteilung. Fonds XXY ist mit dem anderen Fonds verschmolzen worden und so weiter. Das heißt, wir nehmen die raus und es bleiben nur noch die übrig. Jetzt ist es aber so, das heißt, nach 10 Jahren sind diese Fonds da hier und wir gucken mal, wenn man dann sagt, der durchschnittliche aktive Fonds nach 10 Jahren hat welchen Erfolg erzielt? Konsequenzen? Also das war 50%. Und wenn Sie die weglassen, ist es so, der durchschnittliche Fonds schlägt den Markt mit 55%. Klar, weil die alten anderen weg sind. Das ist ein Survivorship Bias und das macht jeder. Das ist nochmal ganz langsam. Was ist die Idee? Hier oben, das sind alle Fonds. Wir haben gewürfelt. Wir schmeißen die Münze hoch. Da sind manche schlecht, manche gut. Jetzt sagen wir einfach, wir betrachten die Schlechten nicht mehr, weil die nicht mehr da sind. Die sind zugemacht. Das heißt, Survivorship nach 10 Jahren sind nur noch diese Fonds da. Das sind nur noch die besseren. Jetzt die Statistiken werden wirklich so gemacht von der Industrie, jetzt bilden die davon den Durchschnitt von den übrig gebliebenen Fonds und da kommt natürlich raus, dass das die besseren sind und es kommt raus, der durchschnittliche aktive Fonds schlägt den Markt in 55% der Fälle. Ist ein Trick. Heißt neudeutsch Survivorship Bias. Das heißt, die übrig geblieben, können auch sagen, ich kenne einen 90-jährigen Raucher. Klar, Survivorship Bias. Die ganzen anderen, die vorher gestorben sind, kennen wir nicht mehr. Das ist alles dieselbe Idee. Ne? Vielleicht ein bisschen weit hergeholt, Statistik wirklich selber. Ne? Klar, ist egal. Aber hier, kann man über Alkoholiker reden oder sonst was. Also hier, alles dasselbe. Das heißt, dieses Weglassen von den Leuten verzerrt die Ergebnisse. Und Sie könnten jetzt mal fragen, verzerrt das die Ergebnisse stark? Gucken Sie sich diese Zahlen an hier. Ne? Also das ist ein anderes Beispiel, wenn man die Realität, das ist ein schönes Paper von Krisenkämpf, ist der Kollege aus, gucken wir nur mal das hier an, wegen der Zeit, Realität, Käsekrimpf 2003. Die Rendite der Fonds wird allein durch diesen Survivorship Bias um 0,4% pro Jahr überschätzt. Nicht irgendwie getrickst, einfach dadurch, dass die Schlechten aus der Statistik draußen sind. Und in den USA das heißt, wenn Sie zu Ihrem Berater, das ist nicht böse gemeint, der weiß ja selbst nicht. Wenn Sie da hingehen und sagen, wie ist denn deine Performance in den letzten 10 Jahren deiner Fonds, sagt er, ich war besser als der Markt. Ja, weil die Schlechten nicht mehr in der Statistik drin sind. Ne? Was auch intuitiv klar ist, deswegen machen wir, wenn wir eine Forschung machen, sagen wir immer, wir korrigieren für den Survivorship Bias, wir nehmen immer die Fonds, die da waren am Anfang und die draußen sind, werden mit ihrem Negativ, mit dem Ding in die Berechnung mit reingenommen. Ne? So ist es halt, dafür machen wir halt Forschung, aber so ist es. Also Survivorship Bias, das heißt, wir sehen, es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die uns in der wichtigen zentralen Frage, aktiv versus passiv, wenn wir auch in Werbung und so weiter auf aktiv getrimmt werden, wo wir A, die Kosten nicht einsetzen, weil es intuitiv würden wir gerne mehr handeln, wir glauben dem Zufall nicht und wir werden durch solche Sachen wie Survivorship Bias und so weiter noch in die falsche Fährte gerängt. Und Sie sehen, das ist jetzt die letzte Folie, da gucken Sie sich bitte nur, ich muss gerade gucken, dass ich mit der Zeit nicht durcheinander komme. 15 haben wir angefangen, 20 warst du mit der Einführung fertig, das heißt, ich habe noch 5 bis 10 Minuten. Also, ja. Und das ist wieder dieser Mark hier zusammen. Ne? Nur 23,7% der Fonds, 25,7% der Fonds aus dem Jahr 1970 existieren noch 2010. Da können Sie nicht sagen, der Survivorship Bias gibt es nicht. Ne?
Und Sie können auch sicher sein, dass das nicht die Guten sind, die zugemacht werden. Ne? Weil man will ja den Track Record erhalten. Ne? Das ist eine extrem starke Sache, das ist ein bisschen länger, über den eigentlich keiner redet. Fragen Sie Ihr Anlageberater mal, wie er für den Survivorship Bias kontrolliert. Okay, also, wie sollen wir investieren? Fassen wir das zusammen. Ich habe versucht, Ihnen das Konzept des Zufalls nahezubringen, dass es für uns psychologisch schwierig ist, dass es Zufall impliziert, die passive Strategie, dass wir aber Schwierigkeiten haben, das zu evaluieren. Was sollen wir machen? Akzeptieren Sie, dass Sie den Markt nicht schlagen können. Seien Sie froh, dass wir das nicht können. Das heißt nämlich, dass der andere, dass Sie nicht über den Tisch gezogen werden können. Das ist ja die Idee. Stellen Sie vor, Sie müssten Ihre Altersversorgung im Teppichmarkt machen. Denken Sie, den Teppich, dann komme ich an und sage, diesen wunderbaren Teppich kann ich Ihnen für 10.000 Euro verkaufen. Wer weiß, was das Ding wert ist. Wenn ich sage, die BASF-Aktie ist 75 Euro wert, the price is right. Das ist die große Information. Akzeptieren Sie es. Und wenn nicht, ist auch egal, aber wir akzeptieren es. Lassen Sie den Markt für sich arbeiten. Was haben wir noch? Und zwar ohne Market Timing, Stockpicking, streuen Sie, das ist die wichtige Sache. Streuen Sie über mehrere Assetklassen. Er hat mich gebeten, was Konkretes zu sagen, das wäre eine konkrete Sache. Aktien, investieren Sie in mehrere Regionen. MSCI sind breit diversifizierte Indizes. Wenn Sie diese Indizes haben, sind Sie 2.400 Aktien weltweit investiert. Das können Sie. Das kostet Sie, wenn Sie das investieren hier, ein ETF darauf, 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 irgendwie gewichtet, darauf, darauf, kostet Sie das 0,35% im Jahr. Und Sie sind nicht schlechter dran, als wenn Sie andere Sachen machen. Machen Sie es kostengünstig, das hatte ich gerade gesagt, mit dem ETF. Spekulieren Sie nicht, auch wenn Sie das Gefühl haben, mir tut er selbst, da geht der Kurs hoch, da sage ich, jetzt muss ich endlich mal Gewinne realisieren. Aber dann denke ich mir, ja, was machst du mit dem Geld? Ja, wieder investieren. Ne? Oder es geht runter, dann denkt man, jetzt muss ich unbedingt was machen. Ja klar, was denn? Ich kenne einen, ich könnte stundenlang Dönerske erzählen, du trittst mich dann, ne? Da hat, wenn Sie die Aktienkursentwicklung in Deutschland sehen, der niedrigste Stand war im März 2009, für eine ganze Zeit lang. Freund von mir hat im März 2009 gesagt, ich warte noch ein bisschen, bis es noch weiter runtergeht. Er wartet heute noch. Ne? Das heißt, lösen Sie sich von diesem Market, ist Zufall. Kaufen Sie, halten Sie, spekulieren Sie nicht. Vielen Dank, eine Zuhörer hat schon gesagt, hin und her, taschenleer. Und machen Sie eine Selbstbindung. Machen eine Selbstbindung in der Richtung, gucken Sie ab und zu rein, ob Ihr Portfolio nicht aus dem Ruder gelaufen ist, ob Sie noch irgendwie sowas haben. Das ist eine Sache, das wird ganz kritisch durch die Steuerreform. Die meisten Fonds stellen um, dass die Dividenden ausgeschüttet werden. Das ist schlecht. Das ist gut für uns vielleicht, wenn wir das Geld rausblasen wollen. Aber der Zinseszinseffekt, eine der größten Erfindungen, klappt nur dann, wenn Sie das hier reinvestieren. Machen Sie Sparplan für die Enkel, für sich selbst oder was auch Richtung. Haben Sie eine gewisse Selbstbindung, Disziplin, um damit zurechtzukommen. Schlussbemerkung. Das ist Werbung aber für die Uni, Werbung in eigener Sache. Wir haben ein Buch geschrieben, das Günter Franke erwähnt hat. Wir haben ein Band geschrieben hier, was Aktienkurse wirklich sind, Random Walk with Drift. Können Sie natürlich kostenlos, wir haben eine Uni-Webseite, www.behavioralfinance.de, können Sie kostenlos runterladen. Wenn Sie es nicht wollen, ist auch gut, aber es sind beides Sachen, die kostenlos da sind. Und die Sache wird am besten zusammengefasst durch dieses Cartoon am Schluss hier. Es ist also ein Personalmann, das ist Superman. Wir alle wissen, Superman ist eben Superman, eigentlich für jeden Job da. Dann sagt der, ich lege es mal auf Englisch, auf Deutsch, leaving tall buildings in a single bound is nice, but can you outperform the S&P 500? Also so ein Gebäude hochspringen, das ist eigentlich ganz nett, aber können Sie den S&P 500 schlagen? Können Sie den Markt schlagen? Sagt er, guckt völlig blass und so weiter. Sie brauchen nicht Superman sein, wir können uns zurücklehnen, die Märkte für uns arbeiten lassen. Herzlichen Dank.